Abonnier uns jetzt kostenlos. Hot or not? Mert ist da und er hat das Auge für Schönheit, oder? Ja, ich bin gespannt, was ich jetzt hot or not finde. Ja, ich auch. Also pass auf, hier habe ich Blätter und ich reiche sie dir einfach mal. Hier hätten wir einmal Celine. Wer? Celine. Tränen aus Kajal, einige Songs mittlerweile. Okay. Ziemlich hyped. Du sollst ja auch gar nicht die Songs bewerten, sondern optisch. Was sagt denn ein Mert? Ja, optisch ist... Würde sie in den Club reinkommen? Ja, auf jeden Fall. Aber das weiß ich nur, weil ich selber nicht in den Club reinkomme. Oh. Und jeder, der so aussieht wie ich, kommt nicht rein. Und jeder, der nicht so aussieht wie ich, kommt rein. Und sie sieht nicht so aus wie ich, deshalb kommt sie rein, auf jeden Fall. Ja, aber noch nichts von ihr mitbekommen bisher. Nee. Und so. Wie findest du den Style da auf dem Bild? Style ist cool, ist anders. Ich bin jetzt nicht so der Modeblogger, ich bin ganz einfach. Nike, Jogginganzug, bei mir ist sehr unkompliziert. Aber von diesem, davon habe ich keine Ahnung. Aber sie sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also es gibt ein kleines Hot. Ja. Okay, gut, hier, warte mal, wechseln wir mal. Es heißt ja nicht nur, dass da Frauen kommen, sondern da sind auch sehr wunderschöne Menschen. Ja, auf jeden Fall. Auch männliche. Wunderschön, ich bin ein bisschen sprachlos sogar, dass mein, also mit der, wie heißt die Uhr nochmal? Ich weiß, ich sehe es gerade nicht. Diese Uhr, diese Endlevel-Uhr. Audemars oder sowas? Nein, diese. Ach, Mann, das Uhr. Junge, Pat, hä? Patek, nein, Philipp Patek? Richard Mill, Mann. Okay, Richard sorry, Mill. Ja. Auf jeden Fall, mein Bruder Mois, auf jeden Fall. Er wird zwar auch nicht in den Club reinkommen, aber trotzdem hot, Bruder. Nicht mal mit der Uhr. Bruder, bringt nichts. Weil das Ding ist auch, wenn er in den Club reinkommen würde, dann hätte er den ganzen Club gekauft. Deshalb, mit Jogginghose kommt man leider in einen kleinen Club. Aber das ist so mein Lifestyle, so Jogginghose, ganz normal, trotzdem im Lambo sitzen. Nice. Okay, alles klar, wir wechseln wieder. Bad Moms J. Ja, auf jeden Fall, was ihre Musik angeht, hot. Okay. Ansonsten ist ja hot, was will ich dir sagen, aber ist jetzt nicht so. Ist nicht dein Typ. So. Ja, ist nicht mein Typ. Vielleicht treffen wir noch deinen Typ, warte mal. Ja, mein Typ ist mehr so Kim Kardashian, so. Ach so, oh. Latina-mäßig. Gibst du was? Gibst du was? Was hast du alles? So, zeig mal. Ich wechsle erstmal wieder in die männliche Fraktion. Ja, sympathisch. Auf jeden Fall sympathisch. Das ist aber. Nein, sehr sympathisch. Hot auf jeden Fall, ist macht ihn, komisch. Macht ihn das Geld übrigens dann noch ein bisschen hotter oder was? Ja, nee, du? Also, Menschen hotter? Also sein Telefon sehr sympathisch, seine Rolex sehr sympathisch. ist ja auch vom Style her genau mein Ding, so Jogginganzüge einfach so normal. Und auch das mit dem Telefon. Genau. Mhm. Okay, so pass auf, wir switchen mal hier rüber. Ja, Loredana auf jeden Fall cool. Ja. Aber keine Latina. Ja, nee, ist aber ist trotzdem gewusst, auf jeden Fall hot, aber ist jetzt auch leider keine Latina. Ist nicht so mein Geschmack. Mhm. Aber wie soll man Loredana haten? Wie soll man da not sagen? Ja, momentan ist sie ein bisschen im Gespräch, was Hate angeht. Ja, so. Das ist doch Hate, Bruder. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, okay, ich mag es nicht. Mal hier runter, jetzt geht's los hier. Ich mag es nicht, mich in andere Probleme so einzumischen, weil keiner, weder du noch ich, noch keiner auf dieser ganzen Welt weiß wirklich, was vorgefallen ist. Deshalb, Leute, haltet euch einfach raus. So, Loredana, jeder Mensch, ob sie einen Fehler gemacht hat oder nicht, ist ihr Problem. Warum mischt ihr euch ein? Aber Deutschrap oder besser gesagt Deutschland ist immer so, die freuen sich immer, wenn irgendjemand kurz gerade negativ dasteht, direkt bam, alle auf sie drauf, weißt du? Ja. Ich find's irgendwie ein bisschen assi. So, was hat ihre Musik damit zu tun? Da war noch eine andere Sache halt. Also, das müssen wir mal gucken. So. Wegen was denn? Irgendwie jetzt? Betrug und sowas war das. Ja, das meine ich doch. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist. Wir wissen alle nicht, was da passiert ist. Ich habe erst heute ein Bild gesehen, dass die angeblich FaceTime so cool sind miteinander. So, hat mich ein bisschen gefreut, weil mich diese ganzen Hater abgefuckt haben. So, auf einmal hasst jeder Loredana noch. So, da hat jeder gefeiert, auf einmal hasst jeder Loredana. Und bam, sie hat ein Bild gepostet, wie sie da eigentlich gute Laune hat mit Petra. Naja, hoffen wir mal, Leute, haltet euch einfach raus.
wird schon jeder wissen. Ich habe hier noch was, was sich bestimmt anturnt. Okay, ich sehe schon. Yeah, Bruder. Wir haben das erweitert, das nicht nur Menschen. Also Hot ist schon respektlos. Das ist für mich Gaumenschmaus, ne? Sage ich mal dazu. Sehr sex. Ein guter Köftespieß geht immer. Ein Köftespieß, ich sag euch ganz ehrlich, Gänsehaut. Gänsehaut, habe ich gestern noch gegessen. Mm. Stark, mein Bruder, ja. Du hast mich glücklich gemacht, aber ich habe Hunger bekommen. Ich gehe jetzt einen Köftespieß essen. Da will ich dich nicht aufhalten. Ey, check Mert aus. Hot Kunde ist König. Das zwei. Hotteste. Peace. Jam FM. Deine Nummer 1 für neue Musik.